Fakteneintopf. Fakten aus der fabelhaften Welt der Zutaten. Heute, warum gibt es weißen, grünen und violetten Spargel? Weißer Spargel wird auch Bleichspargel genannt. Er schmeckt besonders zart und mild. Herangezogen wird er in Erdwellen. Er wird gestochen, bevor er die Erdoberfläche durchbricht. Weiß-violetter Bleichspargel ist etwas herber im Geschmack als der rein weiße. Er wird gestochen, wenn die Spitzen schon aus der Erde herausstehen. Durch das Sonnenlicht verfärben sich die Köpfe violett, während die Stangen weiß bleiben. Grünspargel wächst über der Erde heran. Die Stangen sind meist dünner als beim weißen Spargel. Vom Geschmack her ist er würziger mit einer leicht nussigen Note. Violett-grüner Spargel wächst ebenfalls über der Erde. Violette Spargelsorten sind besonders in Frankreich beliebt. Violett-grüner Spargel hat mitteldicke Stangen und ein kräftiges Aroma. Grüner Wildspargel oder Thai-Spargel ist vor allem im Mittelmeerraum bzw. in Südostasien verbreitet. Er hat zierliche dünne Stangen mit ähnlichen Spitzen und einen frischen, aromatischen Geschmack. Thank you.